So, und dann geht's mit neuen Runde auf Endless. Ich habe jetzt gerade noch, also ich wollte nicht gar nicht die Shops durchschauen, aber ich habe es gerade trotzdem angefangen. Und ich glaube, wir sponsern unserem Ringmaster vielleicht mal einen Flurry-Set oder so. Also ich habe gerade geschaut, es gibt alle Teile auf für Female. 3 Donate Coins ist halt eigentlich nichts effektiv. Von dem her, ich meine, es ist halt mehr oder weniger kostenlos fast. Und eine Steel Tamer schon, von dem her eigentlich, ja, genau. So, gerade da mal nochmal schon durchschauen. Ne, eigentlich will ich jetzt leveln, aber... Was haben wir da noch? Oh Gott, oh Gott. Achso, Party. Ich weiß nicht genau, wir haben jetzt... Uhrzeitmäßig. Oh, Uhrzeitmäßig ist schon mal gut, okay. Ja, nicht so gut. Nicht komplett gut, sagen wir so. Okay. Ja, 7 von 8, 8 von 8. Mal abwarten. Also ein bisschen schwierig, weil die Party-Scrolls halt eben sehr, sehr teuer sind. Und entsprechend wenige Spieler kaufen dann natürlich auch die Party-Scrolls, beziehungsweise machen eben eigene Partys. Das macht das natürlich schon mal relativ schwierig. Genau. Flurry Helm. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach weiter. Also wir leveln einfach weiter. Ja. Genau. Ja, komm, lass uns erstmal. Wo haben wir denn unser. Hier ist das Board, okay. Genau, ein Sammelpad brauchen. Boah, die ganzen Shops. Holy moly. Wie viele Spieler sind denn online? 760 Spieler. Krass, wir haben gerade mal 12 Uhr mittags. Also für die, glaube ich, 6 Stunden. Ne, 4 Stunden später? Ne, 6 Stunden, glaube ich, war es. 6 Stunden waren es. Also wir haben gerade 18 Uhr natürlich gerade Primetime. Das ist natürlich schon ziemlich geil. Genau. Naja. Warten wir mal ab. So, unsere Reise ist mal auch zu Ende. Da ist der Ringmaster. Und ich freue mich jetzt mal mit dem Set anzuziehen. Genau, ja, wir hätten auch schauen können. Warum haben wir nicht nach einem T-Bar-Set oder so geschaut? Naja, egal. Und nach diesem A-Heist-Set wäre natürlich auch eine Idee gewesen. Dass das alles um das Soul denkt. Okay, ist ganz komisch. So, was bringt das Set? Es bringt. Oh. 40 STR, 20% MP und 20% Cast Time. Okay. Das habe ich jetzt gerade nicht ganz erwartet. Def habe ich aktuell. Wie viel habe ich Def? Ah! Gutes Ding. Mal kurz rebuffen hier. Food. Puh, okay. Erstmal buffen, oder? Erstmal buffen. Genau, Thema Party wird immer noch schwierig. Hier haben wir Skills bald. Die ist auf Level gestellt, super. Auf Contribution gestellt. So, okay. Na gut, okay, wir haben Lucky Drop. Und er hat Red Scroll. Ist schon mal super. Genau, ja gut, ich meine, damit kann man zumindest einigermaßen arbeiten. Und ich habe jetzt wieder vergessen, dass ich die Dinger kaufe. Ein Refresher-Hold zumindest oder so. Das ist ein bisschen unlucky. Bisschen sehr unlucky sogar. Naja, egal. Egal. Okay. Gut, ich meine, ich habe zumindest mal ein Set auf dem Ringmaster, ist ja auch mal was. Zumindest ein kleiner Anfang. Wahrscheinlich sind die Sets halt wirklich so stark, weil ich muss mal überlegen, ein 45er Set bringt schon mal 40 Statuspunkte. 40 Sets. Das ist halt übel. Ich meine, was bringt denn dann ein 60er Set oder so? Das ist ja brutal. Das ist ja echt brutal. Naja. Ich meine, vielleicht droppen wir auch noch ein Set-Teil oder so, wäre auch toll. Die anderen, ich weiß nicht genau, wie vielen Teilen, dass man wirklich erst einen Effekt bekommt. Ob man dafür halt das ganze Ding braucht oder nicht. Also 4 von 4 oder 3 von 4 oder so, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Ist auf alle Fälle so viel angenehmer, wenn man halt schneller castet. Das macht auch einfach den Ping irgendwie angenehmer. Ja, das macht einfach alles angenehmer. Genau, was mir gerade ein bisschen Sorgen macht, dass wir noch keinen einzigen Moonstone oder Ori getroppt. Das ist echt sehr kritisch. Also es kann natürlich schon sein, dass es irgendwie diesbezüglich jetzt nicht so super läuft. Keine Ahnung.
Wäre halt echt, das wäre echt ärgerlich. Also, naja. So, die Party Levels. Ach, da ist auch Ehring Master, glaube ich. Okay. Naja, gut, okay. Die Party ist natürlich jetzt gerade noch relativ leer, was für uns jetzt ein bisschen ein Nachteil ist. Ich hoffe halt zumindest, dass wir Party-Skills haben, dass wir halt wenigstens Drops kriegen. Auch da bin ich mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig sicher. Also, ja, Earthquake 2%. Irgendein Waldboss, okay. Aber gut, ich meine, der ist ja schon 121. Der muss doch, wenn dann eigentlich... Ich meine, die Frage ist doch, was macht der aktuell? Farmt der vielleicht? Wenn er was farmt, dann muss er eigentlich die Skills aktivieren. Also irgendwie so in die Richtung müsste es dann eigentlich gehen, oder? Ich weiß es nicht. Nee, Akku. Boah, bei uns wird schon so warm. Wir haben jetzt schon wieder... Keine Ahnung. Weil mein Thermometer zeigt nichts an. Also laut der Internet-Ding hier 24 Grad aktuell draußen. Unser Haus steht einfach voll im Süden, also nicht im Süden, steht also voll in der Sonne irgendwie, voll auf der Südseite. Die Fenster sind auf der Südseite, die Räume sind auf der Südseite. Das ist halt schon echt ein bisschen blöd. Salamand Po, okay, keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich Danke oder so. Ich buff den jetzt extra nicht alles, weil ich nicht will, dass er halt dann irgendwie nach 5 Minuten keine Waffen mehr hat. Deswegen ist fast schon so ein bisschen ein Troll-Aspekt von Flife. So, hey, ich buff dich und dann so nach 10 Minuten, hey, deine Waffen sind aus. Ja, das ist irgendwie... Das haben die irgendwie damals nicht so ganz durchdacht, irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, das... Der Gedanke war natürlich wieder gut. Der Anfangsgedanke war wieder schlau. Wie in Flife immer. Die Anfangsgedanken in Flife sind immer super. Ich meine, es ist nie so, dass die irgendwie... was so komplett nicht durchdacht haben oder so. Das ist nie der Fall. Aber in Flife denken die immer so... So von der Tapete bis zur Wand irgendwie. So, die denken so ein bisschen, die fangen an zu denken. Und dann so nach 3 Minuten Nachdenken denken die sich so, ja, okay, passt eigentlich. So auf den ersten Blick funktioniert's und dann passt. Oh, Geld, Money. Das sind locker ein halber Refresher-Hold oder so. Nice, super. Genau, ja, also Activision und ein Refresher-Hold wäre natürlich einfach, das wär's. Dann könnten wir halt wirklich leveln bis zum Umfallen. Dann könnten wir komplett eskalieren. Ich meine, würden wir pro Mob wahrscheinlich so, wie lange wir ihn brauchen? 4 Sekunden vielleicht? Vielleicht sogar kürzer als 4 Sekunden, ich weiß es nicht genau. 2, 3, 4, 5 Hits brauchen wir aktuell. Ja, können wir wahrscheinlich sogar schneller schaffen. Ich denke schon. So, die Party Level wird schnell genug, dass man eigentlich immer Skills aktivieren könnte, auch mal andere Skills. Ja, lieber Party Leader. Könnte man machen. Ja, Spirit Bomb. Spirit Bomb lohnt sich halt echt nicht ohne Refresher Hold, leider. Das ist echt ein bisschen schade. Schade, schade, schade. Oh, 8 Minuten Protect, lol. Not bad. Ja, also gewissermaßen, ich glaube, es ist die falsche Klasse für den Server leider, muss ich trotzdem nur noch sagen. Also ich meine, es ist natürlich, wir haben einen riesen Vorteil. Wir könnten hier eben auch super einfach kicken und so weiter. Alles top. Problem ist halt nur, wir brauchen halt irgendwie genug Geld,
Warte mal, jemand meinte gestern zu mir, beziehungsweise im Discord. Wie lange nehme ich gerade schon auf? Okay, 10 Minuten lohnt sich gerade nicht mehr. Auf alle Fälle in den Ticketwelten soll man schon irgendwie gut Geld droppen. Und ich glaube, das werden wir auch mal probieren dann. Ich meine, ich habe ein paar Donate-Punkte und die, glaube ich, geben auch wirklich mal aus dann fürs Leveln da. Ich glaube, dass das schon Sinn macht irgendwie. Also, ja. Ja, die Quest-Items, die wir hier droppen, sind halt echt zu wenig einfach. Es lohnt sich halt nie, irgendwie eine Quest zu machen, weil wir könnten halt noch ewig hier rumhängen, aber ja, ich meine, hier noch irgendwie bis Level 72 leveln, nur man halt eine Quest abzuschließen, das macht ja keinen Sinn. Man droppt halt leider ein bisschen zu wenig. Das ist ein bisschen die Problematik dabei, sagen wir mal so. Ja, die sind relativ tanky leider auch. Aber es hält sich noch in Grenzen. So einigermaßen hält sich es noch in Grenzen. So, ich will ganz gern zu den mittleren wieder. Green Monk, genau. Dem gleich viel HP, lol. Aber die sollten normalerweise wieder mehr XP geben. Ich weiß gar nicht, wie viel das wir eigentlich aktuell kriegen. Kein Plan. 35,3. Wait, what? 4%? Oha. 4% für einen Mob. Das ist ja heftig. 4% für einen Mob ist aber echt krass. Okay, gut, dann ja, mal schauen. War vielleicht gar nicht mal so wenig Fortschritt. Was sagen wir, es hat 184 Skillpunkte. Ja, wir können natürlich irgendwie auch anfangen, dass wir. Das ist, glaube ich, auch blöd, oder? Ja, das ist. Nee, das ist zu stressig. Das ist zu stressig. Also die ganze Zeit irgendwie, also hätte ich jetzt ein Activision oder so und halt einen Fresher Hall, würde ich es vielleicht machen, ja. Aber ich muss die ganze Zeit hin und her switchen, weil halt mein Action-Slot aus ist. Das hat die Problematik dabei. Ich weiß nicht, ob die F-Tool. Ja gut, F-Tool ist ja nicht immer erlaubt. Sonst könnte ich auch einfach einen F-Tool aktivieren auf einem Charakter. Dann bräuchte ich halt nur mal anklicken einmal. Das wäre eine Idee. Das wäre eine Idee, ja. Okay, naja. Genau, der Skill hier kann lernen. Höh, lol, 100, okay. Gut, gut. Ja, also ich werde auf alle Fälle ein bisschen noch shoppen gehen dann nach dem Let's Play. Einfach, wir brauchen ein Set. Also ich meine, ich merke es mittlerweile schon ziemlich arg. Und wir sehen ja auch zum Beispiel, wie krass diese Set-Effekte teilweise sind. Also auf dem Ringmaster beispielsweise. Das ist ja heftig. Das ist wirklich heftig. Genau, ich habe glaube ich auch schon ein paar, wie waren das hier? Genau, hier 1, 2, 3 Teile habe ich schon. Das heißt, zumindest hier sind wir eigentlich schon fast fertig dann. Und ja, genau. Mal schauen. Könnten auch andere Teile noch verkaufen, keine Ahnung. Müssen wir uns auch mal überlegen. Ja, naja, passt schon. So, 81%. Ringmaster hat 89%, by the way. Das heißt, hier geht es dann bald wieder weiter. So, ein paar MP-Refresh wieder aufheben. Brauchen wir ja offensichtlich ziemlich bald oder ziemlich oft. Genau. Also wir haben zumindest hier Lucky Drop, also Fortune Circle. Damit haben wir zumindest eine höhere Chance auf so, naja, ich sag jetzt mal, Set-Teile oder halt. Set-Teile, glaube ich, nur. Also Frage-Waffen halt irgendwie so. Genau. So, Ringmaster braucht noch 2 Level, dann haben wir SF. Auf SF freue ich mich übrigens schon ziemlich. So, super. Das Lustige ist ja, by the way, auch, wenn man bei AliExpress was bestellt, es gibt eben diese Willkommensrabatte. Das Lustige ist, aber du kannst mit einem neuen Account
und gegebenenfalls mit einer neuen Kreditkarte, kannst du die halt immer wieder in Anspruch nehmen. Also du brauchst halt auch eine andere E-Mail-Adresse und so, klar. Aber so, ich habe letztens Druckerfilament gekauft für meinen Drucker, ja. Ich frage noch den Skill. Und wisst ihr, normalerweise kostet das Zeug halt so, also in Deutschland, wenn man es aus Deutschland kauft, also aus deutscher Produktion, kostet es etwa so 22 bis 24 Euro pro Kilo. Ist der Minering. Aus China, beziehungsweise, also es ist nicht mal so dieses Made in China, sondern mehr halt so wirklich ein guter Hersteller aus China, zum Beispiel Sunlu. Und Sunlu stellt halt lustigerweise auch das Filament für ganz viele andere Drucker her, also für ganz viele andere Marken. Also sie haben halt gefühlt, es ist so ein bisschen wie das Lebensmittelimperium irgendwie so. Es gibt einen Hersteller, sowas wie keine Ahnung, Coca-Cola, und die stellen nicht nur Coca-Cola her, sondern auch Sprite und Fanta und whatever. Die produzieren ja gefühlt einfach die Hälfte, was es eben halt so an Getränken gibt. Und bei Sunlu ist ja genauso, die stellen halt gefühlt, also die vermarkten halt ihr Filament auch noch unter, ich glaube, Kingroon und Chayo und ein haufenweise andere Marken. Und auch Bamboo Lab zum Beispiel ist so effektiv halt nur Sunlu-Filament. Und auch das Anycubic-Filament ist einfach nur Sunlu. Und was ich damit sagen will, ist, es kostet normalerweise schon viel weniger, was irgendwie echt krass ist, weil es halt sogar besser ist als das deutsche Filament. Und so, ja, sagen wir so 11 Euro pro Kilo im Schnitt, vielleicht 12 Euro, wenn man Pech hat, pro Kilo, was halt wirklich schon enorm ist. Das ist wirklich ein sehr guter Preis. Und, naja, die Willkommensangebote, da schießt du halt teilweise Deals für 84 Cent für ein Kilo. 84 Cent für ein Kilo Filament. Und ich meine, für ein Kilo kannst du wirklich eine ganze Menge drucken. Also ich habe jetzt in meinem Leben vielleicht 5 Kilo verdruckt, vielleicht 6 Kilo, wenn es hochkommt. Und dann gibt es halt sowas mal für einen Euro, für 84 Cent, für 70 Cent. Manchmal kostet es auch 3 Euro, aber so effektiv ist es halt kaum der Rede wert. Die Preise sind halt so niedrig einfach. Und naja, mit jedem neuen Account und wenn man halt eben, wie gesagt, Kreditkarten erstellen kann, diese virtuellen Kreditkarten, die es da teilweise gibt, diese temporären Kreditkarten, wie zum Beispiel bei, oh Gott, wie hieß meine Bank? Ich habe es vergessen, wie meine Bank heißt. Revolut, genau. Gibt es auch ganz viele andere Banken, die das eben erlauben. Machst du einfach eine temporäre E-Mail-Adresse bei irgendeiner Website, irgendwie bei Tempmail oder so, machst eine temporäre Kreditkarte dazu, machst einen Account und bestellst einfach immer wieder als Neukunde. ist halt echt witzig irgendwie so. Also 3D-Drucken gefühlt war noch nie so günstig wie heutzutage irgendwie. Was aber auch irgendwie krank ist, so, wir leben halt echt in einer komischen Welt, so, wir bestellen halt mit einem Mausklick irgendwie Zeug aus China, das kostet dann halt einfach, weiß ich nicht, ein Apfel und ein Ei. Nicht mal. Ein Apfel und ein Ei kostet halt mehr. Das ist halt verrückt irgendwie. Also wir leben halt echt in einer ganz verrückten Zeit irgendwie, das weiß ich nicht. Man kann sich das irgendwie auch gar nicht so wirklich... Oh, Linkattack. Man kann sich gar nicht so wirklich vorstellen alles. Das ist so... Das ist surreal einfach alles. Ich kann es... Ich weiß es nicht. Ich kann es auch so gar nicht irgendwie... Ich kann es so gar nicht einordnen irgendwie. Das ist eigenartig. Party ist voll. Nice. 8K der Merch, okay. Ja, das ist halt wirklich, wo der Psykeeper halt wirklich richtig eskalieren kann. Psykeeper braucht halt nur Link. Das ist halt für Psykeeper wirklich extrem wichtig. Alles Weitere ist halt eigentlich vollkommen egal. Nicht vollkommen egal, aber Psykeeper und Link, GG. Ja, kein Witz. Wir brauchen 4 Hits für einen Carry Bomb. Und wir haben ja noch nicht mal ein Set, wir haben keine Erweckung, wir haben gar nichts. Wow, 10 Minuten Link, okay. Jetzt geht's aber los hier. Hä? Nein, okay. Der andere lief die Part, denkt so, oh nee, zu viel Link. Jetzt reicht's mir wieder.
genau, die MP Refresher und so. Ja, das passt mir irgendwie auch noch nicht so ganz. Also da müssen wir mal schauen. Also wir könnten uns einen Refresher leisten. Das wäre jetzt tatsächlich nicht das Problem. Und das werden wir auch machen ab sofort. Und ich denke auch, dass wir die Mobs mittlerweile schnell genug killen, um genug Drops zu kriegen, dass wir halt eben uns den Refresher leisten können. Also da sehe ich uns jetzt eigentlich schon so ein bisschen. Electric C, nice. Kurz mal rebuffen. Vor allem, wenn wir da eben 2 Sekunden stehen bleiben, dann füllen wir unsere MP eh wieder auf. Und je mehr MP wir da halt eben je mehr Inters wir kriegen, desto schneller füllen wir auch dann die MP wieder auf. Von dem her ist es, glaube ich, einigermaßen machbar. Also das sehe ich schon so. Genau, Level-Ups gibt es auch noch. 71 mittlerweile, sehr geil. Damage. Wait, ein Partyfiller mehr bringt genauso viel wie ein Level-Up? Lol. Okay. Oh, Ringmaster braucht nur 48%, dann haben wir Spirit Fortune. Und den anderen Skill. Genau, ich weiß nämlich noch nicht genau, was dieser andere Skill bringt, aber ich vermute, dass die ihn auch verändert haben. Das heißt, ja, vielleicht bringt er irgendwie auch nochmal Damage oder Attack oder so oder keine Ahnung. So, 33% nur noch. Ich bin gespannt. So, 4,6 KHP mit diesem, mit Crucio. Nice, ne Wand. Super. Wait, ne Wand. Das ist noch viel besser als gedacht. Sollen wir uns die aufheben? Also für den Fall, dass wir halt nichts droppen und halt eine NPC-Waffe brauchen? Ich weiß es nicht, ob das eine gute Idee ist. Sicher kann ich es gerade nicht beurteilen. Oh, schau mal, wie schnell sie die Mobs killen mit Skills hier. Oh, nice. Top-Skills. Super. Tolle Party. Gute Party. Super Party. Ey, man freut sich so schnell wieder über die kleinen Dinge im Leben. Und Ring, machst du schon Level Up? Nice. So, Max und Max. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was das hier bringt. So, Nummer 1, Allstats 10. Sehr geil. Jetzt brauche ich Poster. Really? Okay, das machen wir noch schnell. Da muss ich hin. Holy God, Allstats 10. Ja, das ist super. Oh, sowas wie Allstats ist auf so einem Server halt wirklich Gold wert, einfach. Das bringt halt schon echt enorm was. Oh fuck, die Poster, glaube ich, sind teuer, oder? Nee, ein Pena, glaube ich, kosten die each, oder? Glaub schon, ja. Da sind so viele Spiele online, das ist krass. Die haben auch Custom Icons. Ringmaster Max, okay, so. Zack, zack, zack. Boom. 140 Attack, okay, also quasi der. Normales Geld ist Problem, der normale Effekt. Mich regt gerade nur auf, dass die nicht gleich lang halten. Das ist ein bisschen ungut. Oh, lol. 100.000 MP? 5.000? Wow, lol. Warum habe ich das nicht früher gesehen? Ja, nice. Okay, damit hätten wir auch schon mal das nächste Problem gelöst. Einmal. Zweimal, dreimal, viermal. Okay. Na gut, okay. Das habe ich gar nicht gesehen. Habe ich mit dir auch gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Damit sind wir halt einfach instant wieder mit dem MP voll. Das heißt, wir brauchen auch nicht mehr diese komischen Dinge die ganze Zeit aufheben. Okay, das ist cool. Oha. Oh, nice. Sehr gut. Okay, 8,8K bringt das jetzt. Hä, warte mal, warum haben wir so viele Attack jetzt mehr?
Boah, das skaliert so krass. Das skaliert so enorm. 800 Damage für 140 Attack. Oha. Oha. Okay, das ist übel. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe viele. Lol, 9k Damage? Hä? Achso, das ist ein normaler Carry Bomb. Lol, das ist ja enorm. Das ist ja krass. Okay, das heißt, du brauchst nur noch eine Activation. Beziehungsweise, ja, ich meine, wir könnten dann auch. U, Y, Z. Okay, ups. Gut, damit verhindert die natürlich auch das. Okay, auf beiden Charakteren ist ein bisschen nervig. Natürlich auch ein bisschen, dass es halt Bots gibt und so. Das machen die auf Universe genauso. Fand ich jetzt nie so toll, ehrlich gesagt. 1, 2, 3, 4. Ja, glaube ich, ist es nicht wert. Also deswegen hat immer die Mana aufzufüllen, also die MP. Na gut, aber ich glaube, es ist trotzdem schon ganz gut. Genau. Na gut, ich werde noch ein bisschen shoppen gehen. Ich werde mal schauen, dass ich hier irgendwie ein Set voll kriege. Und genau, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.